Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Notizen und Kommentare in Bitwig. Da hat sich in der Version 4.3 Beta ein bisschen was getan und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, in der Version 4.3 ist ein bisschen was dazugekommen. Bisher, das kennt ihr vielleicht, ich schalte jetzt hier gerade mal meine Kamera hier aus, gab es hier unten die Möglichkeit, auf diesen zweiten, auf dieses Notizblatt hier zu gehen, und in der Statusleiste steht dann auch entsprechend Show Project Panel. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann konnte man vorbelegen in seinem Template, wenn man das wollte, oder halt dann nachträglich irgendwas eingeben, den Titel, Artist und so weiter, was man halt von diesen ID3 Tags kennt, von den MP3 Dateien oder FLAC Dateien oder welche Dateien auch immer. Und dann konnte man hier unten relativ viel schreiben und ich habe das auch sehr intensiv genutzt bei irgendwelchen Kollaborationen, wo ich dann zum Beispiel reingeschrieben habe, wann was gemacht worden ist oder wann ich was oder wann die andere Person etwas gemacht hat. Und beziehungsweise auch so ein paar Ideen, wenn man zum Schluss vielleicht so eine Online-Session gemeinsam macht. Das kann auch für so Trainings-Session oder Schulungs-Session sein, dass man dann einfach nochmal so ein paar Sachen bespricht und hier nochmal so zusammenfasst, A, was hat man gemacht und B, was möchte man bei der nächsten Session angehen, sodass man das nicht vergisst. Manchmal sind dann doch mehr als 24 Stunden zur nächsten Session einfach da oder auch von mir aus mehrere Wochen. Und so hat man ein schönes schönen Notizbereich, um sich das alles aufzuschreiben. Und sollte man auch machen, denn so im Laufe von einem Projekt, wenn das einfach ein bisschen länger geht, hat man eine schöne Historie, was man da, wo wir alles gemacht hat. So, jetzt ist bei Bitwig noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Und zwar, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind, man kann sich hier oben über dem Arranger, kann man sich ja solche Q-Points oder Q-Markers einsetzen. Die sieht man, wenn man hier Show Q-Markers anklickt, mit dem Rechtsklick auf die Leiste hier oben, Show Q-Markers. Und dann kann man mit dem Rechtsklick hier drauf Insert Q-Marker reinsetzen. Dann kriegt man hier so ein Dreieck, kann da draufklicken und dann kann man das verändern. So, schauen wir hier mal Hallo rein. So, und das ist natürlich ganz praktisch gewesen, weil wenn man hier rüber geht und schon in diesem Project Panel ist mit dem, mit diesem Project Panel an sich, wo man eben auch die verschiedenen Notizen eintragen kann, dann gibt es hier oben als zweite Option nach der Info die Sections und da gibt es die Scenes und die Q-Markers, die man hier schön sieht. Und dann sieht man halt schön die verschiedenen Q-Marker, die hier in dem Song gesetzt worden sind. Und man kann die auch immer schön anspringen. Und Bitwig läuft dann immer ab den Q-Marker an. Das ist eine schöne Sache beim Produzieren, ist auch eine schöne Sache eventuell beim Live-Performen. Und die Szenen sind hier aus diesen Szenen eben. Die kann man dann eben auch anspringen, die kann man auch umbenennen oder wie auch immer. So. Und was jetzt dazu gekommen ist, auch gerade in dieser Sektion, weil das ist so ein bisschen, finde ich persönlich, untergegangen. Und zwar ist hier oben rechts so ein Sprechblasensymbol, das man aus Comics kennt. Und hier ist auch so ein Sprechblasensymbol. So, und jetzt kann ich nämlich hier draufklicken. Und dann kann ich hier unten einfach was eingeben zur jeweiligen Szene, die ich hier definiert habe. Beziehungsweise ich kann lesen, was hier eingegeben worden ist. So, und wenn ich jetzt hier unten links den Inspektor anmache, dann sehe ich, dass hier auch so ein zusätzliches Kommentarfeld da ist. Das heißt, wenn ich auf die verschiedenen Szenen gehe, kann ich das ganz bequem hier eingeben. Oder ich kann es in diesem Project Panel in der Sections Unterkategorie oder Sections Tab, kann ich das dann hier direkt eingeben, wenn ich auf diese Sprechblase hier klicke. So, und dann kann ich eben alles Mögliche hier vermerken, was ich zu den einzelnen Szenen
habe. Das kann sein während der Produktion, dass ich dann noch irgendwelche bestimmte Sachen machen will. Oder ich habe bestimmte Anmerkungen zu den Szenen, die sich auf alles Mögliche beziehen können, auf irgendwelche Controller. Oder wie auch immer, dass ich einfach zum Beispiel die erste Szene benutze, um hier einfach mal einzuschreiben, welche Controller ich da benutzt habe oder welche Instrumente oder was auch immer. Ich meine, das steht ja dann eh meistens nochmal in der Trackliste hier. Und bei den Arranger Cue Marker, die hier sind, die ich hier in der Übersicht habe, habe ich hier auch nochmal eine Sprechblase. Und wenn ich hier drauf gehe, sehe ich das auch nochmal. Und schön ist halt, weil man hier jetzt auch mittlerweile was relativ viel schreiben kann. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon da war. Ist mir jetzt aber jetzt erst aufgefallen. Ist vor den Bezeichnungen zum Beispiel von den Launcher Scenes, also von denen hier, kann ich hier draufklicken, dann wird das eingeklappt. Und dann sehe ich den unteren Bereich hier zum Beispiel komplett mit meinen ganzen Beschreibungen, was ich hier reingeschrieben habe. Ich kann hier zum Beispiel, wenn hier die Lyrics, kannst du den Lyrics zum Beispiel noch irgendwie was reinschreiben oder irgendwie so, sonst was in dieser Richtung und kann das Ganze halt so richtig komplett aufbauen, sodass ich, wenn ich das Projekt öffne, nicht zusätzlich irgendwelche Notizen, die ich mir gemacht habe, zusätzlich öffnen muss, sondern ich kann halt alles in das Projekt mit reinschreiben. Und das ist noch lange nicht alles. Also die Arranger Cue Markers kann ich hier auch einklappen, wenn mir das irgendwie alles zu viel ist oder das hier. Oder wie gesagt, wenn ich das alles aufhabe, einfach auf die Sprechblase klicken, dann habe ich die ganzen Texte hier weg und ich habe wieder ein sehr sauberes Interface und wenn ich hier drauf klicke, seht ihr hier im Inspector Panel kommt dann nochmal die Beschreibung. Das heißt, ich habe jederzeit auch wieder Zugriff darauf, ohne alles aufklappen zu müssen. Finde ich super klasse gelöst. So, und was ähnliches ist dann auch, ich kann hier zum Beispiel in den Gruppen Tracks, kann ich, habe ich auch diese Kommentarfelder. Ich habe soweit ich weiß, in allen verschiedenen Tracks habe ich Kommentarfelder. Hier bei dem Polysynth habe ich jetzt auch nochmal ein Kommentarfeld, wo ich reinschreiben, irgendwas zu diesem Track reinschreiben kann, was ganz, ganz wichtig für diesen Track ist zum Beispiel. Das kann sein, dass ich mir vielleicht irgendwie Notizen mache, wie das klingen soll oder wo der eingesetzt wird, wenn ich jetzt mehrere Polysynths an der Stelle habe, die ich normalerweise dann auch entsprechend anders benenne oder am besten anders benenne, nicht nur einfach Polysynth, weil sonst blicke ich nach zwei Wochen nicht mehr durch, wenn ich das Projekt mal wieder öffne. Und natürlich kann ich den Polysynth selber nochmal hier benennen im Inspector. Wenn ich da draufklicke, kann ich hier Polysynth eingeben und oben drüber hat sich auch nochmal in der Version 4.3 so ein bisschen die Icons verändert und es steht immer noch Polysynth da. Früher war das quasi ein Feld, ein Textfeld und wenn man da halt dann jetzt was anderes eingegeben hat, da stand dann halt auch nicht mehr Polysynth, sondern eben das, was ich da eingetragen habe. So, das heißt, hier für Track kann ich eigene Texte eingeben und können wir gerade mal gucken, bei den Effekt-Tracks kann ich auch nochmal kommentieren, was ich da... Also das heißt, ich habe an ganz vielen Stellen Möglichkeiten, irgendetwas zu notieren und zu machen und zu tun. Und das finde ich außerordentlich toll, weil dann kann man sich sämtliche zusätzlichen Notizen sparen für jemand, der einfach viel dokumentieren will oder gerade eben, wo ich es ganz extrem wichtig finde, bei einer Kollaboration, wo man sich auch mal Sachen hin und her schickt, ist es vielleicht wichtig, das eine oder andere da zu ergänzen und sich darauf zu einigen, dass man entweder die einzelnen Felder, das ist natürlich sehr exzessiv, oder eben die Info hier benutzt. Das ist so mein Go-To-Bereich zum Dokumentieren, wo halt irgendwie alles reinkommt, Ideen, Gedanken oder Abmachungen. Und das ist jetzt, glaube ich, mir würde jetzt ehrlich gesagt nicht weiteres einfallen, wo ich nochmal irgendwie Notizen bräuchte, weil zur Not habe ich ja immer noch so quasi mein Gesamtnotizbuch hier drin. Aber schön, dass man auf den einzelnen Sachen, auf den einzelnen Tracks eben Kommentare und Notizen hinterlegen kann und ganz toll eben bei den Sections
die Szenen und für jemand, der viel mit dem Arranger arbeitet und dann einfach mal eine Weile das liegen lässt und für später einfach die ganzen Ideen behalten möchte, hier für die einzelnen Cue-Marker nochmal wirklich hier Möglichkeiten zu schaffen, Notizen zu hinterlegen, beziehungsweise, ach, ihr seht das jetzt hier unten gar nicht. Das ist natürlich jetzt nicht ganz optimal. Hier unten Notizen zu überlegen, beziehungsweise auch sogar schon mal die Lyrics unter Umständen an den entsprechenden Teil des Songs ranzutun. Das ist natürlich eine super Sache. Das gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und ich glaube, das wurde so ein bisschen zu wenig in vielen Tutorials besprochen. Deshalb mache ich das an der Stelle explizit. Und ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen und ihr nutzt das vielleicht auch. Bin immer ein ganz großer Freund von so Dokumentation, weil nach 2 Wochen hat man so viel vergessen oder mal eben so eine Idee, die man hatte, irgendwie auf dem Papier oder sonst was, verliert man dann oder packt das irgendwo in eine Datei, die man dann sowieso später nicht mehr findet. Das wäre echt schade. Und so hat man wirklich eine wunderbare Möglichkeit, alles aufzuschreiben, zu notieren und zu dokumentieren. Gut, das war's an der Stelle. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund und hoffe, ihr kommentiert fleißig. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.